Das war 1956. Da kamen wir hierher. Alle Höhen und Tiefen habe ich eigentlich miterlebt hier in diesem Hause. Eigentlich eine schöne Zeit, aber auch eine schwere Zeit. Die Elbe bildet zwischen Lauenburg und Schnackenburg die Grenze. Die kannten praktisch die Lauenburger Bevölkerung auch. Und ich weiß zum Beispiel, wenn wir mal nach Berlin gefahren sind, tauchte die Frage auf, kennen Sie den Feuerwehrhauptmann in Lauenburg? Ja, können Sie uns was erzählen darüber? Lauenburg war natürlich schon irgendwo abgeschlagen, als Zonenrandgebiet sozusagen, wie man das früher nannte. Es gab aber auch Möglichkeiten. Man hatte in den 70ern immer noch so das Glück gehabt, dass Lauenburg an der Transitstrecke lag, Hamburg-Berlin. Das heißt, in Lauenburg war immer was los. Um nicht zu sagen, es war eigentlich in eine Goldgrube gewesen. Es gab Tage, da waren hier also 5, 6, 7 Busse gewesen. Wir wussten gar nicht, wohin mit den ganzen Leuten. Der Dieter Borsche, der hat ein ganz einfaches Zimmer gehabt hier bei uns. Ne? Der war Schauspieler. Und der fühlte sich sehr wohl hier bei uns, ne? Die brauchten nicht so einen Luxus damals. Nach so vielen Jahren, die sie das machen hier, sehe ich viele Sachen ganz, ganz andere. Und dass die das auch akzeptieren. Manchmal, man fühlt sich auch alleine dann. Jeden Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangs Punkte der DDR auszuweisen. Auf einmal, was war das denn eben? Die Grenze soll angeblich auf sein. Wir hatten ja gedacht immer, wenn die Grenze auf ist, dann stürmt alles hierher, ja, von drüben. Aber es ist ganz anders geworden, ne? Also es hat sich denn doch für Lauenburg bemerkbar gemacht, verkehrsmäßig und auch gästemäßig. Das war doch ein Einschnitt gewesen. Und genau mit unserem Kaufhaus ging es dann auch mit Pech ab. Die Möbel und auch so die Tapeten und so, das ist alles fast noch geblieben. Man hängt schon dran, ja. Es gibt sehr viele Leute, die kommen hier und die haben eine Erinnerung und die finden das ganz schön und toll. Es gibt sehr andere, die kommen rein und sagen, oh, wie schrecklich das ist. Also ich glaube, ein bisschen nostalgischer muss man schon dafür sein. Und auch vielleicht, um das zu werden, muss man auch vielleicht in so einem Ambiente aufgewachsen sein. Man muss sich auch richtig damit dieser Zeit auch identifizieren können. Also die Feste waren hier immer bombig, also kann ich nicht an. Silvesterbälle, Weihnachtsbälle, Osterbälle. Roter Mond, da da di da da da.